Nice. Okay, ich will nur meine verfluchten Seelen wiederholen. So eine Scheiße aber auch. Er geht schnell. Er geht verflucht schnell. Oh mein Gott. Ich frage mich nur, wie kann man hier sterben? Ja, da oben liegen meine Seelen. Obwohl, ich sollte die erstmal killen. Mit Schild. Ja, boah! Oh mein Gott, geh weg von denen. Ganz schön Schaden. Puh. Ich meine, so sammle ich irgendwie auch ein bisschen Seelen, aber ich will auch ein bisschen vorankommen. Der Hammer. So, können wir die wieder ganz schnell. Okay, den Bogenschützen da hinten werde ich nicht killen. Ich werde meine Seelen zurückholen, das werde ich machen. Den Typen brauche ich ja auch da oben nicht mehr looten. Yo! Oh mein Gott, ey. Worauf habe ich mich hier bloß eingelassen? Heilen. Oh, ich werde die Lebenssteine so wegballern. Ach, du lebst ja noch. Ich kill mal. Obwohl... Ja, wir haben das Kurzschwert, alles klar. Phew, durch den Nebel schreiten. Oh. Okay, Höhle. Mein Gott, da ist irgend so ein Viech. Will ich hier durchgehen? Ah, das sind stinknormale Zombies. Aber was haben wir hier? Wahrscheinlich der... Ah! Boah, da hinten wartet auch noch so ein badassiger Typ, ey. Scheiße. Aha! Den Angriff gestoppt. Puh. Okay. Hast du fallen gelassen. Handschuhe neue. Checken. Alles verschlechtert sich, na super. Oh mein Gott, will ich hier rein? Oh, da ist auch noch einer. Oh mein Gott, heil dich. So, jetzt haben wir den Typen da voraus und ich weiß nicht, ob ich gegen den kämpfen möchte. Oh mein Gott, ey. Da. Mit einem riesig dicken Schwert. Ich sollte eigentlich meine Seelen schnell verballern, bevor ich die hier verliere. Oh, ich will auch nicht in dem Gang gegen den kämpfen. Ich glaube, wir haben keine andere Wahl. Moment, hier könnte noch einer um Ecke stehen. Dark Souls ist wirklich verflucht, was das angeht. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ah, der war ja richtig easy. Puh. Aber hier sind noch mehr. Zombie-Schreie. Da oben wartet ganz dreckig einer auf mich. Der hat garantiert eine Falle oder so am Start. Aber ich komme auch hier, glaube ich, nicht hoch, oder? Ja, da komme ich durch einen geschickten Sprung da hoch. Ich will nicht da hochkommen, mich oben abrollen. Oh, schon wieder die Scheiße gemacht. Ich glaube nicht, dass ich da durch kann. Oh, oh. Böse. Ich gehe da hoch, falle hin oder her. Kann mich ja hier hinrollen. Ich habe mein Schild. Au, 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 shit, oh shit, oh shit, oh shit. Wieso ganz feige wieder mit dem Bogen schießen? So, nur noch du. Der holt ein bisschen... Oh mein Gott, ey. Yo, alles klar.
Wurfmesser. Kann nichts mit anfangen. Ich kann jetzt schon sagen, dass der Helm scheiße ist. Ah! Bedingt. Ah, ich bleib erstmal bei mehr Ausrüstung, beziehungsweise mehr Defense. Steht doch einer. What the? Oh mein Gott, ich war nur im Menü. Faustschild. Hier müsste man normalerweise irgendwie so einen kleinen Hinweis machen. Vorsicht, steht einer. Kann man leicht übersehen, ehrlich. Boah. Ich will ehrlich gesagt nur das nächste Lagerfeuer erreichen. Und zwar ganz dringend. Wir sind noch nicht mal im Schwärmpal angekommen. Es ist ein nettes Intro, was sie eigentlich in Dark Souls 2 hier veranstaltet haben. Unterhalb ist was. Jo. Jo, wir können hier weiter runter. Will ich herausfinden, was da hinten ist? Können wir rein? Will ich hier überhaupt rein? Das ist die Frage. Man kann wirklich die Tür aufmachen und dahinter steht so ein badassiger Boss und wir können nichts machen. Oh oh. Oh oh. Oh shit, fuck. Bleib da, wo du bist. Oh, durch die Wand, ey. Das ist Bullshit. Verbuggtes Spiel, ey. Ey, der soll aufhören mit der Scheiße, ohne Mist. Ich drücke nach vorne für den Sprungangriff und der benutzt eine verfluchte Seite. Boah. Eigentlich sind die gar nicht stark, aber ich kriege mehr Panik als alles andere. Ja, wir müssen. Ich geh mal hier runter. Ich geh mal hier runter. Ich weiß nicht. Boah, ich will da nicht reingehen und richtig heftig aufs Maul bekommen. Scheiße. Ich weiß nicht. Geh erstmal hier rein. Bitte, bitte, bitte. Ja! Vorsicht. Nicht aufgeben, werde ich schon nicht tun. Erstmal am Leuchtfeuer. Mmh. Leuchtfeuer erreicht und entzündet. Was ist mit dir? Something, anything. Oh, come now, help an old woman and buy something. Du hast eine verfluchte Karre am Rücken. Gegenstand kaufen. Was hast du im Angebot? Oh ja, 110. Da bleibe ich erstmal bei meinem Schwert. Ich denke, wir werden nichts kaufen. Ich werde alles erstmal für die Upgrades investieren. Ich muss überhaupt mal gucken, wie ich meinen Charakter überhaupt skille. Ist nicht verkehrt, auf Gesundheit zu gehen, aber der hat anfangs ziemlich viel Gesundheit. Also schauen wir mal. Wahrscheinlich verskille ich mich komplett. Also wir können solche Sachen finden, die das komplett rückgängig machen. Aber die sind sehr selten. Moment, was stand da? Zerstören voraus. Zerstören voraus. Nein, Zerstören voraus hier nicht, aber Moment. Zerstören voraus, deshalb Abkürzung voraus. Okay. Versucht Leuchtfeuer. Zerstören voraus. Weh ist irgend so ein Bullfuck, ey. Verschlossen, ey. Moment, da muss man doch kaputt kloppen können. Das ist Holz. Na gut, das ist ein bisschen Gitter vor, aber trotzdem. Ah, geht doch. Nice. Hoffentlich warten die hier nicht in diesen dämlichen Fässern. Ehrlich gesagt, bevor ich diese verfluchte Truhe aufmache, gehe ich meine Seelen benutzen. Ich habe ein ganz komisches Gefühl bei Truhen. Wir reisen zurück. Ich hoffe, dass wir schon upgraden können. Aber klar. Oh mein Gott. Wir reisen. Majula! Ferne Feuer! Oh mein Gott, ich bin so gespannt. Ich bin so dermaßen gespannt. Titanscherbe, versteckt die Ausrüstung. Nee. Lass mich doch mal lesen. Ha, da ist sie doch. Bearer of the curse.
misery. For misery will lead you to greater, stronger souls. You will never meet the king with a soul so frail and pallid. Ja, könntest du recht haben, ja. Seek those whose names are unutterable. The four endowed with immense souls. Their souls will serve as beacons. Once you have found them, return here to me. Ich hab schon ein paar gefunden. So that hope will not fade away. Is that a shard you found? Hell yeah. Here, let me see it. So that I may help you. To see light, to see hope. However faint it might be. Ich werde erstmal den Flakon verstärken, den ich bisher noch gar nicht benutzt habe. Verstärkt. Wollen wir nochmal aufsteigen? Okay. Vitalität. Stärke haben wir ziemlich viel eigentlich. Was haben wir denn hier noch? Hier haben wir Resistenzen. Intelligenz brauchen wir für den Anfang garantiert nicht. Wille. Das müsste Geschick sein. Geschick könnten wir ein bisschen hoch machen. Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, wie ich skillen soll. Ich habe keine Ahnung. Da kann man ziemlich viel versauen. Hier können wir die Ausdauer ein bisschen höher machen. TP gehen auch damit ein bisschen hoch. Aber die Ausdauer geht wahrscheinlich so ein kleines bisschen hoch, aber auf jeden Fall. Aber Stärke haben wir ziemlich viel. Geschick haben wir auch ziemlich viel. Aber Vitalität ist nur 7. Es ist eigentlich nie verkehrt, Vitalität zu skillen, ehrlich. 2 Level, ich glaube ein Level. Oder sollten wir direkt alles darauf verballern? Machen wir mal so. Vitalität, ein bisschen mehr Kondition, ist doch fein. Stärke haben wir. Obwohl Geschick könnte eigentlich auch ziemlich gut sein. Kondition oder Vitalität? Aber wir haben Geschick schon auf 11. Also ich kann auf jeden Fall sehen, dass wir auf jeden Fall Geschick brauchen. Ich denke, ich werde das erstmal für den Anfang machen. Warum nicht? Wir überleben dadurch länger. Geschick werden wir hinterher brauchen, damit wir die Waffen, denke ich, anlegen können. Passt so. Das sollten wir alles gleichzeitig machen. Ich denke, es ist okay. So, ich sag ja, das hat sich erhöht. So viel. Haben wir gar nicht gesehen. Okay. Ich habe immer nur 900 Seelen, das beängstigt mich. Okay, reisen wir wieder zurück. Wir könnten eigentlich da mal runtergehen und gucken, was da so ist. Das müsste hier sein. Ushigatana! Ein Katana von unbekannter Herkunft, hergestellt mit Hilfe einer sonderbaren, aber ausgeklügelten Technik. Die fängerstarke Klinge eines Katanas schneidet mit unverkennbarer Leichtigkeit, sollte jedoch mit Vorsicht geschwungen werden, da sie durch ihre filigrane Beschaffenheit leicht zur Abnutzung neigt. Ja. Das ist ein bisschen lange, PlayStation. Ah. Jetzt komme ich hier wieder raus. Alles lebt wieder, alles existiert wieder. Ah. Ist aber nicht schlimm. Die sind eigentlich relativ leicht zu killen. Ich kill den gerne. Nimm ihn doch in den Target. Gottes Willen. Ich würde, wir sollen ja gleich die Leiter runtergehen, aber können wir hier kurz absteigen? Ich hoffe, ich kill mich dabei nicht.